Ich begrüße euch recht herzlich 7000 Fuß über Istanbul zurück. In der Zulu-Papa fliegen wir heute jetzt gerade an. Wir sind bereits relativ weit. Wir sehen hier, sind nur noch 12 Meilen vom Flughafen entfernt. Wir kamen an über die TETS 1 Delta Arrival, Anflug auf die Runway 05. Für die Arrival, die haben wir hier. Kamen wir direkt rein. Ups, so. Kamen wir direkt rein von TETSA, maximal 250 Knoten. Dann weiter über Untut, Rimbo, Bravo Alpha 612, Airlab. Hier ist dann der Right Turn, den wir vor uns sehen. Über Bravo Alpha 701, maximal 220 Knoten, die wir bereits haben. Dann nach Bravo Alpha 793. Anschließend habe ich abgekürzt, machen wir einen Left Turn. Bereits runter auf das Runway ILS. Da werde ich wahrscheinlich manuell eingreifen müssen, weil an dem Punkt sind wir auf 4000 und ILS Intercept ist auf 2600 Fuß. Heißt, da werde ich wahrscheinlich manuell ein bisschen nachhelfen müssen. Zur Runway Chart, wir gehen auf die Runway 05. Sehen wir hier. Am Punkt ATCOS, wie gesagt, cappen wir ILS auf 2600 Fuß und sinken da ganz normal runter. Wie gesagt, das übernehme ich manuell die Kontrolle, dass wir auf die 2600 Fuß runtersinken. Aktiviere schon mal das Approach Phase. Zack. Und die Geschwindigkeit reduzieren wir jetzt dann auch auf 200 Knoten. Heading technisch sollte er aber trotzdem noch dem programmierten folgen. Flaps 1. Hier gewittert es ebenfalls. Ja, jetzt drehen wir nach links. Ging jetzt hier übers Meer raus. In Richtung The Runway. Reducing speed 180 knots. Meter. Wir bleiben jetzt hier auf 2,6. Auf der Höhe bleiben wir jetzt konstant und fliegen dahinter, sodass wir da ohne Probleme auf die Runway kommen. 180 Knoten bleiben wir jetzt auch erstmal konstant. Perf müssen wir mal kurz anschauen. Q&H haben wir 972. Ich weiß gar nicht, ich glaube man musste eine 0 vorsetzen, genau. Temperatur rechne ich jetzt mal mit 19 Grad Celsius. 0. So, ja. 135 Endanflug. Ein Localizer haben wir jetzt schon. Gleich. Genauso wie den Glide Slope.
noch 7,5 Meilen. 2500. Bis zur Runway. Okay, Localizer ist captured. Glide Slope. Anflug ist übers Meer. Da vorne sehen wir jetzt schon ganz in der Ferne leicht die Runway-Beleuchtung. Wind mit 7 Knoten. In case of misapproach habe ich natürlich schon mal 4000 ins Fenster. In case of misapproach ist einfach durchstarten, heading, runway heading 053 weiter geradeaus und dann auf 4000 Fuß steigen, dort dann kreisen und dann in neuen Anflug gehen. Flaps 2. Autobrake setze ich auf Medium, die Ground Spoiler arme ich schon mal. Gear down. Haben wir den Flughafen vor uns. Reduzieren weiter die Geschwindigkeit. 145. Flaps 3. Flaps full. 135. 500. Many offline. Leider habe ich keine Runway-Beleuchtung aus irgendeinem Grund. 400. Das ist echt beschissen hier gerade. Speed. 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 300. Speed. Speed. 200. Speed. 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 100. Speed. Speed. 70. 60. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. Reverse. Brakes. Reverse off. Willkommen in der Türkei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Flaps gehen hoch, wir bremsen und verlassen the runway. War doch eine ganz gute Landung. Vielleicht ein bisschen hart, aber ansonsten dafür, dass es gar keine Runway-Beleuchtung gibt aus irgendeinem Grund. Haben wir hier Nachtflugverbot? Nee, ne? In Istanbul gibt es kein Nachtflugverbot und selbst wenn, wie viel haben wir? Game. Ist ja noch nicht so spät eigentlich, dass Nachtflugverbot ist, aber naja. Mit Runway-Beleuchtung wäre es nochmal deutlich leichter geworden. Okay, wir halten jetzt mal hier. Und machen die ganzen Lichter aus, starten die APU, Strobe Light ebenfalls auf. Das Pastik ist off. Das off. Das off. So. Dann gucken wir doch gleich mal auf die Chart, wo wir sind. Wir kamen über die Runway 05, sind wir gelandet. Und ich vermute, wir sind jetzt bei Echo 5. Da haben wir das Schild. Ja, Echo 5. Ich weiß nicht, an welches Gate wir fahren sollen, müssen, wie auch immer. Ja.
sehen wir das da hinten genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt über Echo 5 Golf zum Abram Alpha. Und aus Texel Golf. Die Scenery sieht bei Tag richtig geil aus, aber die sieht auch bei Nacht richtig geil aus. Das muss man ja mal sagen. MNG Cargo. Also steht nach dem Passagierterminal. Ja, war doch ein ganz schöner Flug, hat mir gefallen. Landung, wie gesagt, dafür, dass ich keinerlei Lichter, also keinerlei Landebefeuerung hatte. Nur die Puppy Lights, die zwar schon mal wirklich ganz wichtig sind, aber so habe ich zum Beispiel die Mitte nicht früh genug sehen können und aus diesem Grund waren wir ein bisschen links auf der Runway. Aber wie gesagt, war eine ganz gute Landung. Bisschen hart vielleicht, aber finde ich zufrieden. Oh, das sieht hier gerade richtig schön aus. Leiter machen wir auf und nehmen dann gleich hier das Gate. Direkt unter dem Atatürk Airport Shield. So, wunderbar. Herzlich willkommen. Da stehen wir. Und ich würde sagen, APU läuft, also Engine 1 and 2 machen wir auf. Beacon machen wir dann auch auf. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, normalerweise laufen die aus. Also man hört so richtig, wie die leiser werden. Hier gehen sie dann einfach aus und sind dann einfach weg. Boah, guck mal, wie das aussieht hier mit dem Schatten. Das ist einfach... Das sieht so gut aus. Remember to operate the jetway. Das machen wir, alles klar. Dann Ground Connections. Okay, wir machen erstmal die Türen. Front, after and cargo as well. Ground connections.
Rear Shocks sind drin, das heißt Park and Brake off. Wir connecten die externe Power. Das off und dann auch die Fuel Pumps off. Oh, passt, ne? Bin mal gespannt, was der Jetway da jetzt macht. Okay, er macht komische Sachen. So viel steht schon mal fest, aber das ist bei dem Standard-Jetway ja immer. Nein. Hey Kollege, du hast einen Jetway in mein Flugzeug geparkt. Ja, aber war doch ein ganz schöner Flug, hat mir gefallen. Oh, das mit dem Licht, also das Lichtreflex und was in dem P3G so genial aus. Ich meine, sowas hier mit der Tragfläche, das feiere ich gerade ein bisschen, dass die sich hier so spiegelt. Sowas würdest du in FSX niemals zu sehen bekommen. So, machen wir natürlich auch noch einen Screenshot von. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein sehr schöner Flug von München hier nach Istanbul. Die Maschine wird jetzt umgedreht, fliegt dann gleich wieder zurück. Ich bleibe hier, schlafe jetzt in Istanbul. Bedanke mich fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Flugvideo bald wieder. Bis dahin, haut rein, euer Benzler 740. Ciao.